Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr reinzuhören heute bei Samra. Wundert euch nicht über das komische Setup, das Musikvideo hier, ich kann es einmal ganz kurz zeigen, ist in diesem Format, so Hochkantformat, so nennt man es auch einfach. Deswegen werden wir das Ganze jetzt so schauen, dass ihr das Musikvideo in groß sehen könnt und mich in groß. Was für eine wunderbare Erfindung von mir, oder? Dankeschön. Ich freue mich sehr darauf. Es haben sich einige nämlich noch gewünscht, dass ich hier mal reinhören soll bei Samra und Weiße Orchideen. Das Ganze ist produziert von Lukas Lulu Lulis. Holy shit, Bro, der Typ wurde gegiftet auf jeden Fall. Ja, ich freue mich sehr darauf. Die letzten Samra-Releases haben mir sehr gut gefallen. Die waren super reflektiert. Man hat gemerkt, dass er weg von den Drogen ist. Man hat gemerkt, dass er sich charakterlich nochmal ein Stück weiterentwickelt hat und gefestigt hat irgendwie im Leben gerade. Und das hat man sehr krass gemerkt in seiner Musik. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Weiße Orchideen heißt das Song, haben sich viele gewünscht. Wir hören rein. Let's go. Oh, wir haben Maroon 5 Payphone. Geiler Song. Oh, so ein underrateder Song auch. Oh, Maroon 5 Payphone. Liebe ich. Da habe ich mal... Von wem waren das Cover? Ich habe eine Zeit lang als kleiner Flo noch, bevor meiner YouTube-Zeit, habe ich irgendein schönes Cover immer mir angehört. Aber auch das Musikvideo zu Payphone von Maroon 5 einfach. Ist ein schönes Musikvideo, ist ein super schöner Song. Krass. Wer würde an meinem Grab stehen und weinen, wenn ich wieder zu viel Gas gebe auf Alk? Boah, holy shit, okay. Das scheint wirklich ein sehr, sehr emotionaler Song zu sein. Samra Instinkt, okay, so seine ganze Geschichte so ein bisschen, I guess. Boras und es knallt und der Bentley Flamm steht auf nassem Asphalt. Wer würde für mich beten, dass Allah mich sieht, während mich Sanitäter aus dem Wagen ziehen und versuchen zu reanimieren? Sag mir, wer würde ehrliche Tränen verlieren, wenn ich aufhör zu atmen im Blaulicht? Walla, jeder ist dein Freund, wenn du drauf bist. Und jeder ist dein Freund, wenn du Millionen hast. Aber sag mir, wer bleibt da ja auch ohne das? So viele Hurensöhne am Heucheln. Doch ich weiß, was Familie bedeutet und wo. Ey, ich muss sagen, der Song kommt sehr ehrlich rüber bis jetzt. Auch gerade mit diesen ganzen alten Insta-Stories, mit den ganzen Videos von früher so. Fühle ich auf jeden Fall. Halte ich jemals den Atem an, dann blühen weiße Orchideen da am Straßenrand. Oh, okay, ist schon süß irgendwie, ist schon schön. Dann dieses Lächeln von Contra, da werde ich ein bisschen emotional, weil ihr wisst, es braucht nicht viel, dass ich emotional werde, aber so schwarz-weiß Aufnahmen, ich höre Payphone im Hintergrund, dann, ich weiß nicht, war es sein Neffe oder so, der so Ra sagt, das ist schon echt, weiß ich nicht, ist schön gemacht, sehr schön, sehr, sehr schön dargestellt auf jeden Fall. Boah, und egal was man über Samra so sagt, was ich auf jeden Fall immer gehört habe nur, dass er wirklich zu Fans, Zuschauern ultra korrekt ist, ja. Immer alle Fotos gemacht hat, die gingen, immer gegrüßt hat und immer korrekt war, wisst ihr, nie so irgendwie, der war immer korrekt zu allen, das ist das, was ich zumindest gehört habe, so, ja. Worte für den Notarzt, fick die Bastarde, die mit mir auf Koks waren. Und ja, ja. Sich verpisst haben, als ich mehr klar kam. Heute müssen all die Wichser wieder mit der Bahn fahren. Seh Mama weinen, denn ihr Sohn ist in den Nachrichten. Und Dunja schreien, weil ich jede Nacht nach Gras rieche. Ballerpillen, damit ich kurz mal keine Angst schiebe. Vivonox, damit ich endlich nicht mehr wach liege. Sag, boah, wer würde mich denn lieben, wenn ich gar nichts hab? Boah. Das wirkt wirklich wie so ein super Wieder. Man merkt richtig diesen Change bei Samra in den Lyrics auch, finde ich. Vivonox, damit ich endlich nicht mehr wach liege. Sag, wer würde mich denn lieben, wenn ich gar nichts hab? Keine Mastercard, kein Verlagsvertrag. Meine Seele voll Pflaster, ich will nicht heim. Ja, wir predigen Wasser, doch trinken Wein. Hoff, ihr werdet an mein Grab stehen und lachen. Die, die mich lieben und die, die mich hassen. Nein, den Jungen konnte keiner verstehen. Aber Tränen fallen wie Regen auf weiße Orchideen. Boah, ich finde, das ist irgendwie voll stark. Also, ich weiß nicht. Es ist sein Neffe tatsächlich. Die Aufmachung, die ganzen Insta-Stories, textlich auch.
Ich finde, das hat er gereimt, Mastercard, Vertragsverlag, fand ich einen guten Reim, wollte ich nochmal kurz sagen. Mastercard, Vertragsverlag, Digga, das ist ein richtig guter Reim auch gerade, ja? Wollte ich einmal sagen, ist mir noch im Kopf geblieben. Und ich sehe schon die ganzen Leute, die werden sich wieder aufregen und werden wieder schreiben, schon wieder einfach einen krassen Ami-Song gesampelt und fertig ist der Song. Junge, es geht auch mal einfach um die Message, um dieses schöne Musikvideo, wisst ihr? So dieses schöne Ding, das ist jetzt auch kein Song, den ich mir in meine Playlist reinhauen würde und daily on repeat laufen lasse. Aber es ist einfach ein schöner Song, Junge. Einfach ein schöner Song mit einer guten Message, so auch diese Frage, ey, früher die Jungs, wären die jetzt am Start, sind das echte Freunde? Wer ist da, wenn ich nicht mehr bin? Wer ist da, wenn ich nicht mehr Samra bin? So, wisst ihr, wer, so? Und ich finde, das ist ein ehrlicher, schöner Song, Junge. Also jeder, der jetzt sagt, oh, wieder hier Sample und so einfach ist es ja und bla bla bla, der kann sich einfach verpissen, Junge. Blut tropft auf die Air Force One, ist okay, ja, wenn Gott nicht mehr warten kann. Doch halt ich jemals den Atem an, blühen weiß Orchideen da am Straßenrand. Blut tropft auf die Air Force One, ist okay, ja, wenn Gott nicht mehr warten kann. Doch halt ich jemals den Atem an, blühen weiß Orchideen da am Straßenrand. Schon sehr schön, Mann. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Jetzt gerade in dieser Zeitüberblende war die ganze Zeit auch Kapital halt zu sehen. Sehr, sehr schöner Song, Mann. Und noch schöneres Musikvideo, muss ich sagen. Wirklich. Das Ganze hat nochmal so unterstrichen, was ich am Anfang gesagt habe, dass Samra sehr gefestigt wirkt, sehr, sich sehr weiterentwickelt hat und sehr, ich weiß es nicht, irgendwie sehr. Man merkt es ihm an, dass er jetzt einen neuen Abstand im Leben hat, finde ich, in seiner Musik. Und das Ganze nochmal so ein bisschen Step nach oben ist und wieder mehr Inhalt hat, mehr Substanz hat und mehr Samra hat irgendwie, finde ich, wisst ihr? Richtig schöner Song geworden, der mir richtig, keine Ahnung, Spaß gemacht hat, auch mit dem Musikvideo. Und ich freue mich auf seine Entwicklung, Mann, weil der entwickelt sich gerade echt in eine sehr gute Richtung. Und ich hoffe, er behält die bei. Und ich glaube, sein Umfeld ist auch wieder richtig gut und es sieht alles gerade gut aus bei Samra, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es bleibt so. Schöner Song geworden. Danke auf jeden Fall für die ganzen Empfehlungen, dass ich mir den noch anhören und ansehen sollte. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und ich hoffe, ihr habt ansonsten einen wunderschönen Tag, Freunde. Ja, bleibt so fresh und gut aussehen, bitte, wie immer. Und dann sehen wir uns.